Hallo und willkommen bei Einfach Laufen. Hallo zusammen, gestern ging es um die Menschen, mit denen du unterwegs bist und ich habe dir ein Tool an die Hand gegeben, Rufkarte habe ich das genannt, wo du siehst, mit welchen Menschen du unterwegs bist und da kannst du vielleicht auch anmerken, mit welchen Menschen du kreativ bist und etwas schaffst. Und heute bei dem vorletzten Schritt geht es auch um das Thema etwas schaffen und der klingt dann so, der 12. vorletzte Schritt, aufgepasst, zieh los und erschaffe etwas. Zieh los und erschaffe etwas. Ja, und dazu fällt mir ein Wort von Martin Luther ein. Das Leben ist kein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Eine Übung, das heißt, da geht es durchaus um Bewegung im Leben, um Aufbruch auch. Und deswegen ziehe los, mach dich auf den Weg. Dafür ist es ganz gut, wenn du eine feste Base hast, eine Homebase sozusagen, wo du immer wieder zurückkehren kannst. Aber nur zu Hause zu hocken, ist halt ein bisschen wenig. Darum ziehe los, brich auf und erschaffe etwas. Schaffe etwas. Und das erinnert mich dann an die ersten Worte aus der Bibel, die lauten auf Hebräisch so: Bereshit bara Elohim ve'et ha-shamayim. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und da haben wir das Wort schaffen und erschaffen auch drin. Also, wir haben einen kreativen Gott, einen, der diesen Kosmos, auf dem wir leben, der so zerbrechlich ist, erschaffen hat. Und Gott hat uns auch als kreative Wesen, als kreative Menschen erschaffen. Und da, wo Menschen kreativ sind, dort erleben sie auch Sinn und Sinnhaftigkeit. Und da, wo sie nicht nur alleine kreativ sind, sondern sich mit anderen verbinden und gemeinsam kreativ werden, da ist der Mehrwert noch größer. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, ist es gut, kreativ zu sein, alleine und mit anderen. Überleg dir, wo du heute kreativ sein kannst und kreativ sein willst. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis morgen, alles Gute, ciao. Das war Angedacht mit Rüpp, was dein Leben reicher macht. Auf bald.